Something for everyone at Hamburg for you. Hallo Bürger. Mir ist im Fernsehen ja mal aufgefallen, diese Hartz-IV-Empfänger. Die haben ja alle ein iPhone, eine Playstation, einen Sky-Decoder. Da fragt man sich, wie können die das eigentlich alles kaufen, wenn die doch angeblich so arm sind? Die Lösung ist ganz einfach. Der Staat bezahlt die Wohnung, dann das Essen holen sie sich von der Tafel, die Klamotten von der Kleiderkammer. Und von dem Hartz-IV-Geld, da können sie sich dann Sachen leisten, die wir uns als kleine Beamte nicht leisten können. Jo, ich habe das dann mal an unsere Regierung geschrieben und vorgeschlagen, kein Hartz-IV-Geld mehr auszuzahlen. Wir würden ja dann Milliarden an Euro sparen und die Harzer, die hätten Langeweile und würden endlich mal arbeiten gehen. Ein paar Tage später musste ich dann zu meinem Amtsleiter wegen meiner angeblichen Vorurteile. Als wenn ich Vorurteile hätte. Man weiß doch schließlich, wie die Harzer sind. Die sitzen den ganzen Tag faul auf der Couch, waschen sich nicht, stinken, haben fettige Haare, gucken Fernsehen und spielen mit ihrer Playstation. Mein Amtsleiter sah das anders und hat mich dann für eine Woche zum Sozialamt versetzen lassen, damit ich meine Vorurteile abbaue. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und mich gut vorbereitet. Ich war dann bei uns in der Drogerie, habe dann mal so ein Körperdeo gekauft und so ein Ungezieferspray. Und dann liegen da am Ausgang ja immer so diese kleinen Probepackungen mit Shampoo. Da habe ich dann mal den ganzen Korb gleich eingesteckt. Ich dann los am nächsten Morgen und 8 Uhr, was soll ich euch sagen, mindestens 50 Harzer in der Wartezone. Dabei dachte ich immer, die schlafen bis mittags. Bin dann da mal so durchgegangen und habe mir die alle mal ganz genau angeschaut. Ich muss ja zugeben, die meisten von denen, die sahen gar nicht so aus, wie ich das immer dachte. Aber einige von denen, die habe ich dann gleich so fotografiert als Andenken und habe denen dann so ein Päckchen mit dem Haarshampoo in die Hand gedrückt. Und ich dann rein ins Büro zu den neuen Kollegen und dann sehe ich, dass da neben der Tür so ein riesengroßer alter Büroschrank steht. Und da hatte ich ja eine ganz tolle Idee. Dann bin ich auf diesen Schrank raufgekrabbelt, habe dann hier mein Ungezieferspray genommen und jedes Mal, wenn dann ein Harzer reinkam zur Tür, habe ich dann so von oben ihn erstmal eingesprüht. Das war ein Spaß, sage ich euch. Auch die Kollegen hinter mir, die lachten, die fanden das toll. Gut, die Harzer fanden das nicht so witzig. Dafür habe ich jetzt aber auch eine Menge neue Schimpfwörter kennengelernt. Ja, gut. Der Wortschatz eines Harzers ist ja eh sehr beschränkt, denn das kommt vom vielen RTL-Gucken. Und dann, Leute, dann fing der Schrank an zu vibrieren. So ein Geräusch, das kam immer näher, so boom, 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 boom. Da bekam ich ja dann doch ein bisschen Angst und bin dann auch gleich runter vom Schrank. Und kaum war ich unten, ging die Tür auf und da stand sie, die typische Harzerin. Solch ein fettes Tier, solche Unterschenkel mit weißen Socken drüber, fettiges Haar, Pickel, ungeschminkt und die hat gestunken. Ich in meiner Panik habe dann beide Flaschen gegriffen und draufgehalten, bis die Flaschen leer waren. Die Kollegen hinter mir, die standen da mit offenem Mund, schneeweißes Gesicht. Gut, ich konnte es ja nicht wissen. Das war die Leiterin vom Sozialamt. Ich durfte dann die restlichen Tage zu Hause bleiben. Leute, was haben wir daraus gelernt? Man sollte eben keine Vorurteile haben. Das Problem ist jetzt natürlich, wie soll man noch Harzer von normalen Menschen unterscheiden können? Wenn ihr da so ein paar Tipps habt, dann könnt ihr das ja mit unten in die Kommentare reinschreiben. Und im Zweifelsfall fahrt ihr halt nach Berlin, denn da sollen ja nur Harzer leben, habe ich gehört. Something for everyone, something for everyone. Hamburg for you.